Herzlich willkommen zu diesem Tutorial zu Literaturverwaltung mit EndNote auf dem iPad. Das Programm wird ja üblicherweise auf Desktop-PCs oder Laptops verwendet. Aber manchmal steht einem ja vielleicht nur ein mobiles Endgerät, wie zum Beispiel ein iPad, zur Verfügung. Die App gibt es bisher nur für iOS-Geräte. Darum beschränke ich mich hier auch auf diese. Man kann die meisten Funktionen auch auf dem iPad nutzen und fast alle Arbeitsschritte zum Einfügen von Belegen und Literaturverzeichnissen in ein Word-Dokument auch auf dem iPad ausführen. Dabei arbeitet man mit Platzhaltern, für deren Umwandlung dann abschließend ein Desktop-PC oder Laptop mit Windows oder macOS als Betriebssystem nötig ist. Da sich dieses Video an FU-Angehörige richtet, wird für diesen Arbeitsschritt die Verwendung eines PCs in einem CDAT-PC-Pool angenommen. Auf diesen Computern ist auch EndNote installiert. Um also mit EndNote auf dem iPad arbeiten zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein. Die App EndNote für iOS muss installiert sein. Man kann sie kostenfrei aus dem App Store herunterladen. Ein EndNote Online-Account muss vorhanden sein. Das heißt, man muss sich vorab auf der entsprechenden Website registrieren. Die App Office für iOS muss installiert sein. FU-Angehörige erfahren unter dieser Adresse, wie sie die App kostenfrei nutzen können. Und Zugang zu einem Rechner in einem CDAT-PC-Pool muss bestehen. Hier sehen Sie jetzt die Anzeige auf dem iPad. Da die Touch-Gesten nicht aufgezeichnet werden, versuche ich, die Schaltflächen und so weiter durch Hervorhebungen besser sichtbar zu machen. Im Beispiel habe ich den EndNote Online-Account bereits angelegt und öffne nun die App, um mir einen Überblick zu verschaffen. Die App nimmt die BenutzerInnen hier auch entsprechend an die Hand und schlägt den Login vor. Ich gebe also die Account-Informationen ein. Anschließend könnte man sich durch die App führen lassen. Das breche ich hier ab. Als nächstes starte ich die Synchronisation, die die bereits in meiner EndNote-Library vorhandenen Einträge herunterlädt. Anschließend kann man sich entscheiden, ob die Dateianhänge, die sich eventuell an den Einträgen befinden, auch synchronisiert werden sollen. Je nachdem, wie viel Speicherplatz man zur Verfügung hat, kann man hier einzelne Gruppen oder die ganze Library auswählen. Ich entscheide mich für die ganze Library, weil ich angehängte PDFs auf dem iPad bearbeiten möchte. Der Download nimmt auch nochmal Zeit in Anspruch. Um eine Sammlung in EndNote zu strukturieren, kann man sogenannte Groups anlegen. Die gesammelten Referenzen können dann in diese Ordner einsortiert werden. Im eigenen Profil, das sich hier hinter diesem Personen-Icon verbirgt, können die Groups verwaltet werden. Ich stelle hier zunächst das helle Erscheinungsbild ein und wechsle dann zu den Groups. Zurück im Profilbereich kann man weitere Einstellungen vornehmen. Aus der Hauptansicht gelangt man über das Auswahlmenü oberhalb auch zu den Groups. Hier kann man zusätzlich noch sehen, wie viele Titel in diesen Groups enthalten sind. Wählt man eine der Gruppen aus, so werden anschließend nur die darin enthaltenen Referenzen angezeigt. Für die Beispielrecherche in diesem Video lege ich eine neue Group an. Der Titel lautet Fair Fashion. Wenn ich dann diese Group aufrufe, können natürlich keine enthaltenen Titel angezeigt werden. Aber ich kann über das Pluszeichen in der Navigation auf der linken Seite einen neuen Eintrag für einen Titel anlegen. Das Beispiel ist ausgedacht. Als erstes wähle ich den passenden Reference Type aus. Es handelt sich um ein Buch. Bei Personennamen, wie hier im AutorInnenfeld, sollte man darauf achten, dass man sie in der Reihenfolge Nachname, Vorname erfasst.
Bei Institutionen muss man darauf achten, dass das Komma am Ende der Zeile steht. Die anderen Formularfelder kann man je nach Bedarf füllen. EndNote überprüft nicht, ob notwendige Informationen vorhanden sind. Das muss man als Benutzende oder Benutzender selbst übernehmen. Eigene Keywords kann man auch für eine Strukturierung der Datenbank verwenden. Unter Research Notes können Sie eigene Notizen ablegen. Speichert man den Datensatz, so landet er automatisch in der zuvor ausgewählten Group. Um aus dem Bibliotheksportal Primo, aus Datenbanken oder anderen Suchmaschinen Daten zu übernehmen, ist ein Browser nötig. Jetzt wird es etwas umständlich, denn je nach Datenbank muss man einen anderen Weg wählen. Ich zeige im Folgenden mehrere Beispiele. Wenn Sie selbst andere Portale, Datenbanken oder Ähnliches verwenden, müssen Sie gegebenenfalls ausprobieren, auf welchem Weg der Export dann funktioniert. Am einfachsten ist es, wenn der Export im in der App integrierten Browser funktioniert. Ruft man diesen auf, so kann man die Suche in 4 ausgewählten Tools schon in der Eingabezeile beginnen. Für das erste Beispiel nutze ich Google Scholar und starte eine Suche mit der Phrase Fair Fashion. Unter jedem Suchergebnis öffnet der Link Zitieren ein Fenster, aus dem man mit Copy und Paste Titelangaben übernehmen kann. Darunter werden 4 Exportformate angeboten. Ich wähle hier also EndNote aus. Im folgenden Fenster kann man die Group auswählen, in der der Titel landen soll. Wählt man nichts aus, landet der Eintrag unter Unfiled. Ich wiederhole den Vorgang nochmal bei einem anderen Suchergebnis. Schließt man den app-internen Browser, gelangt man in die Library und Group zurück. Hier sollte man unbedingt die übertragenen Daten nochmal überprüfen, also ob sie vollständig und richtig sind. Bei elektronischen Volltexten muss zusätzlich ein DOI oder ein gültiger URL vorhanden sein. Bei der Datenbank Web of Science beispielsweise funktioniert der Direktexport im app-internen Browser nicht. Über einen Umweg lassen sich aber auch hier die Metadaten exportieren. Ich navigiere zunächst zur Datenbank und führe eine Suche durch. Für den Export wähle ich EndNote Online als Ziel. Man wird anschließend auf die Website weitergeleitet, auf der man sich auch für den Dienst registrieren muss und muss sich dort direkt anmelden.
Anschließend landet man wieder im Web of Science und es kann nötig sein, dass man den Export nochmal anstoßen muss. Man hat hier einen gewissen Einfluss auf die zu exportierenden Daten, kann also auswählen, welchen Umfang sie haben sollen. Damit die übertragenen Daten auch in der App sichtbar werden, muss man den Browser verlassen und einen Synchronisierungslauf starten, also die in EndNote Online durchgeführten Änderungen herunterladen. Auch hier ist es unerlässlich, dass man die übernommenen Daten überprüft. Aus der Group der nicht zugewiesenen Titel können die Referenzen auf diesem Weg einer Group zugewiesen werden. Oben rechts die drei Punkte auswählen, die Titel markieren und anschließend Move to und bevorzugte Group auswählen. Wenn auch der Export zu EndNote Online im app-internen Browser nicht funktioniert, bleiben noch die Browser-Apps. Das ist der Weg, den man zum Beispiel für unser Bibliotheksportal Primo einschlagen muss. Ich wechsle also in eine Browser-App. In diesem Fall ist es Safari. In einem Tab ist bereits Primo geöffnet, in einem zweiten Tab öffne ich EndNote Online und logge mich wieder ein. Hier kann man sich auch nochmal einen Überblick über die bereits enthaltenen Titel verschaffen und schon mal wieder die aktuelle Group auswählen. In Primo beginnt man dann einfach wieder mit der Recherche. Bei einem interessanten Titel navigiert man in den Abschnitt Exportieren. Und wählt EndNote Online. Es öffnet sich ein weiterer Tab, der Erfolg verkündet und umgehend geschlossen werden kann. Der Export funktioniert auch aus der Liste der Favoriten. Zuvor fügt man einfach Suchergebnisse, auch mehrere aufeinander folgender Suchen, den Favoriten hinzu. In der Favoritenliste muss man nochmal alle Titel markieren und die drei Punkte in der grauen Leiste auswählen. Natürlich muss man jetzt auch wieder die übertragenen Daten überprüfen. Das kann man entweder bereits in der Web-Oberfläche oder anschließend in der App machen. Die eben übertragenen Titel befinden sich im Ordner Unfiled. Ich persönlich finde die Bearbeitung der Metadaten in der App etwas unkomfortabel. Man kommt wie hier im Titelfeld nicht so leicht ans Ende der Formularfelder. Bei den Metadaten aus Primo ist aber ein häufiger Fehler, dass die VerfasserInnen im Titelfeld wiederholt werden und man das in EndNote korrigieren muss. Auch der Reference Type stimmt bei diesem Beispiel nicht. Vielleicht probieren Sie für sich aus, ob Ihnen die Korrektur in der Web-Oberfläche leichter fällt. Die Änderungen im Web sind anschließend nur nach einem Synchronisierungslauf in der App sichtbar.
Hier verschiebe ich wieder die zuletzt hinzugefügten Titel in die entsprechende Group. Um schließlich Belege in ein Word-Dokument einzufügen, lege ich mir die beiden Apps zunächst im Split-View nebeneinander. Für die Demonstration schreibe ich einen einfachen Satz und ändere noch die Schriftgröße, damit man das hier etwas besser erkennen kann. Anschließend wähle ich in EndNote den Titel aus, der zitiert werden soll. Über die drei Punkte oben rechts öffne ich das Actions-Menü und wähle Copy Temporary Citation aus. Im Word-Dokument muss ich den Cursor an der Stelle platzieren, an der der Beleg erscheinen soll. In meinem Kontextmenü wird mir hier kein Einsetzen angeboten. Ich nutze die entsprechende Schaltfläche auf der Bildschirmtastatur. Wenn Sie eine Tastatur am iPad angeschlossen haben, können Sie natürlich auch einfach mit Command und V arbeiten. Es wird ein EndNote-spezifischer Platzhalter in geschweiften Klammern eingefügt. Ich wiederhole das Vorgehen nochmal. Im Kontextmenü finde ich jetzt Einsetzen und füge die nächste Quelle hinzu. Um einen einleitenden Vorspann, wie zum Beispiel Vergleiche bei indirekten Zitaten oder konkrete Seitenzahlen zu ergänzen, muss man zusätzliche Zeichen kennen und diese einsetzen. Einleitende Präfixe werden mit einem inversen Schrägstrich abgetrennt. Und Seitenzahlen fügt man nach einem @-Zeichen ein. Ich hole das noch für den ersten Beleg nach. Wenn die Arbeit am Dokument abgeschlossen ist, speichert man selbiges und muss es auf irgendeinem Weg auf den Desktop-Rechner übertragen. Ich speichere es hier einfach auf dem iPad und verschicke es anschließend per Mail. Diese Mail öffne ich dann auf dem CDAT-Computer. Es gibt aber auch zahlreiche andere Möglichkeiten. Man kann das Dokument auch in OneDrive, in der iCloud oder bei anderen Cloud-Speichern ablegen und über deren Webzugänge im Browser auf dem Desktop-Rechner öffnen. Am Desktop-Rechner sollte man zuerst EndNote öffnen, dort wieder seine Account-Informationen hinterlegen und anschließend die Library herunterladen. Hat das funktioniert, öffnet man das Word-Dokument. Gemeinsam mit EndNote wurde in Word das zeitweise Write-Menü installiert. Man sieht es hier oberhalb des Dokuments. Dann überprüft man den ausgewählten Zitierstil. Für mich ist APA hier passend. Anschließend starte ich den Update-Prozess, der die Platzhalter in korrekte Belege umformatiert und das Literaturverzeichnis ergänzt. Man kann die Arbeit mit EndNote jetzt natürlich noch fortsetzen. Auch Änderungen an den Formatierungen sind möglich. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, Texte mit Belegen auf dem iPad zu erstellen. Bei einer Variante ist abschließend auch ein Desktop-Computer mit EndNote-Installation nötig. Das andere Vorgehen ist weniger komfortabel, weil man sowohl Beleg als auch Eintrag ins Literaturverzeichnis direkt in das Dokument kopiert. Das ist viel fehleranfälliger. Ich hoffe, ich konnte Ihnen vermitteln, dass EndNote auch auf einem iPad sinnvoll eingesetzt werden kann und eine gewisse Erleichterung beim wissenschaftlichen Schreiben bietet. Bei Fragen können Sie sich immer an unsere Kontaktadresse endnote
@ub.fu-berlin.de wenden. Vielen Dank für Ihr Interesse.